Das Mietenwahnsinnsbündnis, da wollte ich euch jetzt erzählen, wer ist das eigentlich und was machen die? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt einer Vielzahl von Mieten- und stadtpolitischen Gruppen aus ganz Berlin. Es existiert seit fast anderthalb Jahren und hat schon 2018 zwei große Protestaktionen organisiert. Die Mietenwahnsinnsdemo am 14. April 2018 mit mehr als 25.000 Teilnehmenden und wir waren Mitorganisatorinnen des... Also, es war die große Demonstration am 14.04.2018 mit mehr als 25.000 Teilnehmenden und wir waren Mitorganisatorinnen des alternativen Wohnungsgipfels mit der Kundgebung am Washingtonplatz am 20. und 21. September 2018 in einem bundesweiten Bündnis mit Verbänden und Initiativen. Wie ihr alle mitbekommen habt, gab es dieses Jahr am 6.04. die große Demo in Berlin und deutschlandweit mit 55.000 Teilnehmern und in europaweit in allen anderen Städten ca. 35.000 Teilnehmerinnen. Dieses Jahr hinterfragt unser Protest offen das Eigentum. Unsere Aktionstage haben am 27.03.2019 im Rahmen des 4. Immobilienkongresses begonnen. Dort trafen sich laut ihrer Webseite die entscheidenden Akteure der Berliner Immobilienwirtschaft. Unter anderem die großen Investoren wie Accentro Real Estate AG oder auch die Grot-Gruppe, die bekannterweise auf unseren Wohnraum spekulieren und so den Mietenwahnsinn befeuern. Zusammen in Eintracht mit der Politik. Doch nicht nur die Großen zocken mit Wohnungen in Berlin, auch das Kapital der Kleinanleger nimmt an der Spekulation teil. Deswegen haben wir am 4.6. zum Auftakt der Berliner Immobilienmesse demonstriert. Über 10.000 Wohnungen wurden dort zum Verkauf angepriesen. Hier kamen Immobilienkonzerne, Finanzdienstleister, Bauunternehmen und Anwaltskanzleien zusammen und gaben sich eine Rundumberatung für den Kauf von Wohnungen und Häusern. Die Messe profilierte sich als Anlaufpunkt für Häuslebauer. Vorträge sollen grundlegende Kenntnisse für den Erwerb von Immobilien vermitteln. An Menschen, die angeblich nicht primär an Profit streben, sondern in ihren eigenen Wohnungen leben wollen und diese als finanzielle Absicherung erwerben möchten. Die unbedarften Eigentümer werden zwar oft als harmlos empfunden, sind aber dann doch auch Teil des Problems der Spekulation. Es sind Menschen, die auch ein Stück vom Renditekuchen abhaben möchten und hoffen, durch den Erwerb einer Eigentumswohnung dem Mietenwahnsinn selber zu entfliehen. Insbesondere, wenn sie ihre Wohnung leer stehen lassen, die Miete in die Höhe treiben oder MieterInnen wegen Eigenbedarf aus den Wohnungen herausklagen. Die Folgen sind für viele MieterInnen dramatisch. Gewaltsame Zwangsräumungen, Verlust des vertrauten Umfeldes bis hin zur Wohnungslosigkeit. Infolgedessen treibt Eigentum auch ohne ein Grundmaß an Ethik und Moral die meisten von uns BerlinerInnen in den Mietenwahnsinn. Nun, wie heißt es doch so schön in unserer Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland? Ich zitiere den Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Ja, jetzt kommt die große Frage, wie sieht das in der Realität aus? In der Realität ist davon nicht viel zu bemerken, ganz im Gegenteil. Unsere Volksvertreter rollen den Spekulantentum noch auf sämtlichen Ebenen den roten Teppich aus. Traurig müssen wir beobachten, die Allgemeinheit
Die Allgemeinheit ist zu dem Wohl des Kapitals verpflichtet und nicht umgekehrt. Es ist im Grundgesetz, wie es im Grundgesetz steht. Deshalb fordern wir die Enteignung von profitorientierten Wohnungsunternehmen zugunsten gemeinwohlorientierter Lösungen. Die Mietpreisbremse und der Mietendeckel reichen hier einfach nicht aus. Wohnungen dürfen prinzipiell keine Ware mehr sein. Ganz genau. Der Markt, insbesondere der Wohnungsmarkt, treibt uns BerlinerInnen und MieterInnen zur Armut. Doch wir repräsentieren eine Mehrheit, die, wenn sie sich wehrt und zusammenhält, die Marktlogik verändern kann. Der Markt ist kein Naturgesetz, sondern die Folge einer Wirtschaftspolitik, die lediglich die Interessen einer Minderheit dient. Interessen und der Luxus einer Minderheit dürfen nicht mehr zählen als soziale Gerechtigkeit. Wir kämpfen für eine Stadt, die kein Geschäftsmodell ist, sondern Lebensraum für alle. Für uns alle. Unabhängig von Herkunft, Glauben, Sprache, Geschlecht, Alter oder auch Gesundheitszustand. Wir verlangen einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungspolitik. Weg von den obsoleten Interessen einer selbstverliebten Minderheit, die sich selbst als Leistungsträger bezeichnet. Hin zu einer essentiellen, zu den essentiellen Interessen einer Bevölkerung, die der eigentliche Motor der Gesellschaft ist. Ein würdevolles Miteinander, welches sich durch Menschlichkeit auszeichnet. Wohnen als Menschenrecht ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, in dem von Deutschland ratifizierten UN-Sozialpakt von 1966 und, wie ihr wahrscheinlich auch alle wisst, im Artikel 28 der Berliner Landesverfassung aller Berliner als Grundrecht verankert. Ich zitiere: Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Dieses Recht wird von Spekulanten und den Politikern bestenfalls mit Füßen getreten. Wir fordern eine Gesellschaft, in der das Menschenrecht auf Wohnen garantiert ist. Wir fordern eine Gesellschaft, in der keine Zwangsräumungen mehr stattfinden. Wir fordern eine Gesellschaft, in der niemand in Notunterkünften, Heimen oder womöglich auch auf der Straße leben muss. Wir fordern eine Gesellschaft, in der die Häuser zum Wohnen da sind und nicht für den Profit gebaut werden. Wir fordern eine Gesellschaft, in der Wohnraum, Boden und Natur Allgemeingut sind. Für eine solidarische Stadt, gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Für eine Stadt, für uns alle.